Thomas Münzer, Prediger, Familienvater, Getriebener. Um seine Reformation durchzusetzen, wird er zu einem Anführer des deutschen Bauernkriegs. Sein Schicksal und das tausender Bauern entscheidet sich auf dem Schlachtfeld von Frankenhausen. Ist Münzer ein religiöser Fanatiker oder der erste deutsche Freiheitsheld? Thomas Münzer wirkt im 16. Jahrhundert. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Seit mehr als 100 Jahren kommt es im Heiligen Römischen Reich immer wieder zu Aufständen. Grund dafür ist die extreme soziale Ungerechtigkeit. Also etwa 95% der Bevölkerung im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation waren Bauern. Und sie hatten in aller Regel keine Möglichkeiten der politischen Partizipation. Das heißt, sie standen in Abhängigkeiten vom Adel, vom Klerus, von Klöstern als Landbesitzern, denen sie Abgaben zu leisten hatten. Vor allem im Süden des Reiches leben viele Bauern am Existenzminimum. Die Hälfte von ihnen sogar in Leibeigenschaft. Leibeigenschaft bedeutet, dass man nicht über sein eigenes Leben verfügen kann, dass man nicht von sich aus heiraten kann, dass die Kinder in dieselbe Abhängigkeit geraten, in der man selber steht. Es bedeutet in bestimmten Regionen sogar Zugriffsrecht aufs Erbe. Ich möchte euch mein Beileid aussprechen und dann möchte ich natürlich meinen Erbteil einfordern. Ihr wisst doch sicher, ihr seid mir die Hälfte eures Besitzes schuldig. Aber wovon sollen wir leben? Ich flehe euch an. Nur wer auf Erden seine Schuld bezahlt, wird erlöst werden und kommt ins Himmelreich. Wir gehen. Die Kuh nehmen wir mit. Um den Menschen noch mehr Geld abzupressen, erfindet die katholische Kirche ein besonders perfides Mittel. Den Ablasshandel. Nur wer mit harter Münze zahlt, kann sich von seinen Sünden freikaufen und seinen Platz im Himmel sichern. Tatsächlich finanziert der Klerus damit vor allem den Bau prunkvoller Kirchen. Im Jahr 1517 veröffentlicht Martin Luther 95 Thesen. Darin verurteilt er den Machtmissbrauch der Kirche. Es ist der Beginn der Reformation. Einer seiner Bewunderer, Thomas Münzer. Über seine Herkunft und seine frühen Jahre gibt es nur wenig gesicherte Fakten. Geboren wird er in Stolberg am Harz um das Jahr 1489. Er konnte studieren, er ist Kleriker geworden und wir können ihn dann 1516, 1517 in Wittenberg greifen. Im Umkreis Luthers und der anderen Wittenberger Reformatoren. 1520 verschafft Luther dem Priester aus dem Harz vertretungsweise eine Anstellung in der Marienkirche in Zwickau. Doch es ist das letzte Mal, dass sich Luther für ihn einsetzt. Ebenso wie Luther will auch Münzer die Kirche reformieren. Doch während für Luther nur das Wort der Bibel zählt, sind Münzer Visionen und spirituelle Erfahrungen wichtiger. Und er glaubt an die nahe Apokalypse. Münzer versteht sich als ein Missionar, ein Prophet am Ende der Zeiten und kündigt das nahe Ende an, die Ermordung der Gottlosen und wirbt im Grunde, für die Sammlung eines heiligen Rests der Getreuen. Die Zeit der Ernte ist nah. Schon bald kommt der Tag, an dem Gott den Weizen vom Unkraut trennt. Münzer ist überzeugt. Nach der Apokalypse entsteht eine neue göttliche Ordnung. Eine Gesellschaft, in der nur der Glaube zählt, nicht der Stand. Damit rüttelt er die Menschen auf. Es kommt zu Unruhen. Der umstrittene Prediger muss Zwickau verlassen. Münzer findet 1523 in Altstädt, einer kleinen Stadt zwischen Wartburg und Wittenberg, eine Anstellung als Pfarrer. Luther will zwar die römisch-katholische Kirche reformieren und zweifelt die höchste Autorität des Papstes an. Anders als Münzer stellt er aber die bestehende Gesellschaftsordnung und die Autorität von Kirche und Adel nie in Frage.
Aus den ehemaligen Brüdern im Geiste, Luther und Münzer, werden ab jetzt erbitterte Konkurrenten. Münzer und Luther sind natürlich beides starke Persönlichkeiten. Sie sind von der Wahrheit ihrer Lehre und ihrer Position überzeugt. Und Luther vertritt spätestens seit Frühjahr 22 natürlich einen Dominanzanspruch sondergleichen. Den macht ihm Münzer aber immer wieder streitig. So fordert Luther zwar schon 1520 die Abschaffung des Zölibats, doch es ist Münzer, der schließlich vor ihm eine ehemalige Nonne heiratet und mit ihr eine Familie gründet. Luthers wichtigstes Werk, er übersetzt das Neue Testament ins Deutsche. Eine Tat, die den Lauf der Geschichte verändern wird. Über 100.000 Exemplare werden von der Lutherbibel allein bis 1525 gedruckt. Ein unglaublicher Erfolg. Doch auch hier macht Münzer Luther mit einer eigenen Publikation Konkurrenz. Also das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagen muss, da versteht Luther absolut keinen Spaß mehr. Er ist es gewohnt, die Lufthoheit über die Publizistik zu haben. Und dass da jetzt jemand kommt und sich anheischig macht, auch noch eine deutsche Liturgie, ein deutsches Gottesdienstwerk vor ihm zu publizieren, das empfindet er als eine unerträgliche Konkurrenz. Und so soll es sein, denn wir wollen das Wort Gottes feiern. Gemeinsam. Aber nicht auf Latein. Münzer hält als erster den gesamten Gottesdienst auf Deutsch. Sogar die Gesänge übersetzt er und lässt sie von allen mitsingen. Oft besuchen mehr als 2000 Menschen seine Gottesdienste. Münzers Botschaft: Gott ist gerecht. Er duldet keine Tyrannei. Er verheißt allen Menschen Freiheit und Gleichheit. Nicht erst im Himmel, hier auf Erden. Er hatte in der Tat die Vorstellung, dass es gerecht zugehen soll in der Welt und dass auch weltliche Obrigkeiten, die in dieser Position bleiben wollen, verpflichtet sind, Gerechtigkeit zu praktizieren. Im Unterschied zu Luther, der nur die Kirche erneuern und verändern will, geht es Münzer also auch um eine Reformation der Gesellschaft. Seine Worte elektrisieren die Menschen. Münzer war jemand, der begeistern konnte. Münzer bringt die Leute sozusagen dazu, sich verbindlich zu engagieren, einzutreten in einen Bund mit all den Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, jetzt konkret dann auch den Beistand im Kampf gegen die Gottlosen und so weiter. Also insofern hat Münzer ein erhebliches charismatisches Potenzial, das, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Und das beunruhigt Luther. Er bleibt jedoch pragmatisch und setzt ganz bewusst auf die Mächtigen seiner Zeit. Luther erkennt, dass er nur in Verbindung mit den weltlichen Obrigkeiten eine Chance hat. Und er setzt im Unterschied zu Münzer eindeutig auf die Fürsten. Die Fürsten sind diejenigen, denen er zutraut, seine Reformvorstellungen umzusetzen. Münzer hat keine Angst vor den Mächtigen. Er unternimmt einen letzten Versuch, die Fürsten auf seine Seite zu ziehen. Am 13. Juli 1524 lädt er die sächsischen Landesherren zu einer Predigt ein. Sie wird als Fürstenpredigt in die Geschichte eingehen. Ihr getreuen Fürsten von Sachsen, eure Macht auf Erden verdankt ihr unserem Herrn im Himmel. Er gab euch das Schwert, damit ihr hier für eine gerechte Ordnung sorgt. Das ist eure göttliche Pflicht. Doch wehe, ihr widersetzt euch dem Willen des Allmächtigen. Dann wird er euch das Schwert entreißen und es in die Hand des Volkes legen. Doch Münzer hat mit seiner Predigt keinen Erfolg bei den Fürsten. Im Gegenteil. In welchem Ton spricht dieser Pfaffe mit uns? Er stellt die göttliche Ordnung in Frage, anders als Luther. Wie hat Luther ihn genannt? Den Satan aus Altstädt. Recht hat er. Dieser Münzer stiftet nur Unruhe. Wir müssen ihn im Auge behalten. Gut. Als Münzer erkennt, dass er nicht auf die Unterstützung der Fürsten zählen kann, schlägt er sich endgültig auf die Seite der Bauern.
Ihr habt euer Kreuz lang genug getragen. Wenn nicht die Fürsten für Gerechtigkeit sorgen, dann nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand. Um seine Reformation durchzusetzen, ist Müntzer nun bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Müntzer hat sich dezidiert für Gewaltanwendung ausgesprochen, um die Gottlosigkeit auszurotten, ist Gewaltanwendung notwendig und geboten. Und zwar zunächst mal, so argumentiert auch Müntzer, durch die Inhaber der weltlichen Gewalt. Aber wenn die es nicht kapieren, wenn die Fürsten versagen, dann muss eben der gemeine Mann an die Stelle treten. Aber es muss sozusagen mit unter Einsatz physischer Gewalt eine Veränderung herbeigeführt werden. Luther warnt die Landesherren vor der Gewaltbereitschaft des aufrührerischen Pfarrers. In Altstädt verliert Müntzer deshalb die Rückendeckung des Stadtrates und der Fürsten. Er lässt Frau und Kind zurück und verlässt die Stadt im Sommer 1524. Ungefähr zur selben Zeit beginnt im Süden Deutschlands der Bauernkrieg. Die erste Revolution auf deutschem Boden. Auslöser sind neue Steuern. Ursprünglich galt die Abgabe des Zehnten nur auf die Früchte der Erde. Nun soll diese Abgabe auch auf den Besitz von Tieren ausgeweitet werden. Es ist der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Bauern beginnen einen blutigen Aufstand gegen ihre Grundherren. Sogenannte Bauernhaufen ziehen durchs Land, plündern Klöster, Schlösser und Burgen und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. In einigen Gegenden rächen sich die Bauern auf besonders brutale Weise an ihren Grundherren. Luther verurteilt diese Selbstjustiz und verdammt die Aufstände als Werk des Teufels. Sein Rat an die Fürsten? Sie sollen die Bauern mit aller notwendigen Gewalt niederschlagen. Die Aufstände breiten sich immer weiter aus und erreichen schließlich auch Thüringen. Müntzer zieht nach Mühlhausen und setzt sich dort an die Spitze der Rebellen. Er ist überzeugt, jetzt ist die Zeit gekommen, den Kampf gegen die Tyrannei der Gottlosen aufzunehmen. In sich und den Bauern sieht er Werkzeuge eines himmlischen Gerichts. Ist Müntzer ein Fanatiker? Die Leute lebten ja in dem Bewusstsein, dass Dinge, die in der Bibel passierten, dass Gott in Träumen mit uns redet zum Beispiel, dass das tatsächlich jetzt jederzeit wieder passieren kann. Ja, also insofern hatte Müntzer die Vorstellung, selber ein erwählter Prophet zu sein. Ein anderer Elia, der durch unmittelbare göttliche Weisungen und Offenbarungen seiner Zeit sagt, was zu tun ist. Das ist sicher eine Form von Fanatismus. Müntzer ist von seiner göttlichen Berufung absolut überzeugt. Das zeigt er auch mit seiner Fahne. Der Regenbogen steht für den Bund Gottes mit seinem auserwählten Volk. Am 15. Mai 1525 kommt es bei Frankenhausen zur schicksalhaften Schlacht. Ein 6000 Mann starkes Söldnerheer kreist hier am Fuß des Kyffhäusers etwa 7000 kampfbereite Bauern ein, die sich in einer Wagenburg verschanzt haben. Angeführt werden sie von Thomas Müntzer. Der Prediger rechnet fest mit göttlichem Beistand. Denn obwohl die Bauern den Söldnern zahlenmäßig überlegen sind, haben sie viel weniger Kampferfahrung und schlechtere Waffen. Allmächtiger Gott, was sollen wir gegen diese Armee ausrichten? Mit Forken gegen Kanonen? Die machen uns doch nieder. Seht doch! Da! Als am Himmel ein Regenbogen erscheint, kann Müntzer die Bauern ein letztes Mal mitreißen. Feuer! Was folgt, ist ein Massaker. Die Bauern haben keine Chance. Angeblich verlieren an diesem Tag 6000 von ihnen ihr Leben. Das ist natürlich auch ähnlich wie bei heutiger Kriegsberichterstattung jeweils Feindespropaganda. Also das ist sozusagen Siegerhistoriografie. Genau wissen wir es nicht, aber es wird eine erhebliche Asymmetrie zwischen den Opfern auf beiden Seiten gegeben haben. Thomas Müntzer predigte die Freiheit
und wollte mit Hilfe der Bauern eine neue göttliche Ordnung etablieren. In der Schlacht von Frankenhausen bleibt davon nichts als Tod und Zerstörung. Münzer wird gefangen genommen und nach zweiwöchiger Folter öffentlich hingerichtet. Bis zum Schluss hält er an seiner reformatorischen Überzeugung fest. Er stirbt mit 36 Jahren. Was ist sein Vermächtnis? Geht Thomas Münzer als Revolutionär oder als religiöser Fanatiker in die Geschichte ein? Münzer selbst sah sich als Werkzeug Gottes. Er verband die Botschaft des Evangeliums mit dem Freiheitskampf der Bauern und wollte eine auf christlicher Freiheit und Gleichheit beruhende Gesellschaftsordnung. Dabei ging er ausgesprochen radikal vor. Also Münzer ist für mich deshalb eine wirklich faszinierende Gestalt, weil er für mich eine, sagen, historisch einzigartige Radikalität in der Aneignung von Glaubensüberzeugungen repräsentiert, die ich nun alles andere als vorbildlich finde, die ich geradezu verstörend finde, die ich aber deshalb so interessant finde, weil man an diesem Beispiel vorführen kann. Also passt mal auf, wenn ihr zu sehr getrieben seid vom Geist, dann könnte es verdammt schief gehen. Thomas Münzer, der Pfarrer aus Thüringen, polarisiert bis heute. Welche Revolutionäre der deutschen Geschichte haben euch besonders beeindruckt? Schreibt es unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da.